Hallihallo, life is cool with Ubuntu, Leben ist cool mit Ubuntu. Kleiner Erlebnisbericht. Viele Windows-User sind es ja gar nicht gewohnt, wie einfach man unter Linux was installieren kann. Manchmal sieht das für die aus, als hätte man sich gerade in die Matrix gehackt. Und das möchte ich mal berichten. Gut, ich hatte Party, ne? Natürlich auch auf meinem Fernseher, riesengroß, so ein Hintergrund, aber nicht diesen da. Und da lief dann Media Player und man kommt natürlich auf Musik und wie auch immer und die anderen berichten da. Ja, früher gab es ja Winamp, ich sage Winamp, kann ich auch mal gerade installieren. Gut, ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe ein Terminal aufgemacht, so. Da wurde es irgendwie ringsherum schon ruhig. Und dann solo apt-get. Es wurde ruhiger. Die Hälfte hat wahrscheinlich gedacht, ich wäre mit dem Kopf aufs Keyboard aufgeschlagen. Was sind das denn für Runen? Install Audacious. Spätestens Matrix Reloaded war hier, wo es dann daran ging, das Programm zu installieren. Ja, jeder hat jetzt gedacht, ich gehe mit dem Firefox irgendwo auf eine Webseite, lad mir da was runter. Ja, wie die Windows-User so gewohnt sind. Ja, da muss ich mal ein Setup-Exe und da muss ich noch die Lizenzbedingungen akzeptieren, drei Kreuzchen wegmachen, da ich nie eine Google-Toolbar kriege. Und dann, wenn man sich registriert hat, kriegt man das Programm. Nee, ich war schon fertig. Da wurde es zerstört. Ich sage, ja, und jetzt habe ich Audacity. So, das ist ähnlich wie Windows. Also wie gesagt, Leben ist cool mit Ubuntu. Nur ein kleiner Hinweis, wer so einen kleinen Quereffekt, also wie gesagt, das war nicht so geplant, haben will, ne? Haben will, dass man auf einer Party mal dasteht, als wäre man der coolste Hacker, ist man ja überhaupt nicht. Ne? Gut, das wissen aber die Windows-User überhaupt nicht. Das ist eine stinknormale, ich sag mal, Eigenschaft von Linux, dass man sich halt übers Terminal was installieren kann. Ne? Und zum Beispiel dann auch das Winamp-Interface einstellen kann. Und da war das gut. Ne? Und da hatte ich das schon da. Ja gut, die Hälfte der Windows-User wäre noch niemals auf Firefox auf die richtige Seite und dann hätte sich vergoogelt und wäre auf irgendeine Spam-Seite und müsste erstmal einen Virenscanner wieder aktualisieren oder irgendwie sowas. Das fand ich richtig cool mit Ubuntu. Außerdem musste ich unbedingt ein Video machen. Ich wurde gezwungen, weil dieses Bild, was ich geschenkt bekommen habe von jemand, der wusste, dass ich Ubuntu musste unbedingt ins nächste Video rein. Also ich konnte, kam nicht drum herum, musste unbedingt sein. Jedenfalls Ubuntu cool, Linux cool, wie gesagt, vollkommen normal, dass man sich über ein Terminal und dann die offiziellen Paketquellen dann direkt was installieren kann. Ne? Sudo, super User, tu doch was. Dann das Programm apt-get gestartet, das aus einer Paketquelle, wo schon alle Programme drin sind, ne, aus dem Internet. Ne? Man braucht zum Beispiel nicht extra auf die Firefox-Webseite, um den Firefox runterzuladen. Ne? Da gibt es eine Paketquelle, da ist ja schon drin und zum Beispiel auch Audacious und die anderen tausenden Programme. Install heißt installiere auf diesen Rechner und dann halt der Name vom Programm und da drückt man Enter, dann kommt das Matrix Reloaded für Arme und dann hat man das Programm drauf. Das sind die Windows-User nicht gewohnt. Fand ich cool, den Effekt. Und wer ja vielleicht Linux mal nutzen will, vielleicht einfach nur so als Media Player, wie auch immer, könnte auf einer Party eventuell einen ähnlichen Effekt haben. So wie ich Life is Cool with Ubuntu. Hintergrundbild lade ich euch hoch. Könnt ihr euch gegebenenfalls auch runterladen. Ich hoffe, mir hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.